2017. Und da ist halt hier das Band zu sehen. Ist dann schon was passiert, leider, muss man sagen. Direkt in dem Moment, als ich es gespürt habe, war es einfach so unangenehm. Deswegen habe ich auch so geschrien, weil ich einfach gemerkt habe, wie mein Knie weg ist. Und dann habe ich natürlich auch den Schock bekommen. Also direkt im Kopf, oh mein Gott, das ist auch mein kaputtes Knie, wo ich schon mal einen Kreuzbandriss hatte. Bitte nicht noch mal einen Kreuzbandriss. Hi. Also ja, der Meniskus sieht eigentlich gut aus. Innen- und Außenband sieht auch gut aus. Nur halt beim Kreuzband sieht es halt nicht so gut aus. Okay. Aber bis jetzt geht es mir eigentlich noch ganz gut damit. Bin auch positiv davon überrascht, wie es mir geht. Aber ich habe damit schon irgendwie abgeschlossen. Der Code fürs WLAN. Lisa habe ich auch geschrieben. Ich glaube, die hat mich dann auch gleich angerufen. Und die war auch am Boden zerstört. Heiko hat es auch sehr schwer aufgenommen. Also ich glaube, bei 5 Kreuzbandrissen macht jeder sich Vorwürfe. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich der Meinung bin, dass da niemand irgendwie Schuld hat. Und dass es halt einfach nur Pech ist. Let me down easy. Ja, fragt sich schon, das habe ich mich jetzt letztes Jahr schon. Dann habe ich mich vor die Mannschaft gestellt, habe gesagt, was kann ich ändern, was können wir tun. Ein paar Dinge angesprochen. Die Mannschaft gesagt, ja, vielleicht mehr Prävention. Das haben wir dann gemacht. Fitnessstudio, tolle Spiele gemacht in der Vorbereitung, nichts groß passiert. Ja, ich war sehr traurig jetzt natürlich über diese weiteren Verletzungen, die wir hatten. Weil jeder hat auch so seine Wünsche, seine Träume gehabt. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch gesagt, jetzt muss weitergehen. Die Mädels haben sich zusammengesetzt, sind einfach positiv. Bauernapfel. Das ist jetzt allerwenigsten dafür. Nadine, hau alles rein. Wie im Training. Ja, durch. Jawohl, geiler Ball. Ja. Sehr gut, Doppel, Anja. Jawohl. Ja, Mann. Gut, Lisa, jawohl. Der ist gut. Wir haben alles reingehauen und wir hatten genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Wir hatten die Möglichkeiten, haben wir es nicht hinbekommen. 100% werden wir zurückkommen und das im nächsten Heimspiel. Ja, und klar, wir haben es jetzt nicht mehr selber gemacht. Das ist klar.
es wird. Und ich bin überzeugt, dass wir nächste Woche zu Hause Freiburg weghauen. Und dann schauen wir, was das Neuenstein macht. Gar nichts, kommt, brauchen wir weiter. Klar, die Ausgangslage hat sich deutlich verschlechtert, aber so ist Fußball. Und am Ende war klar, dass es schwer wird, dass mit jeder verletzten Spielerin, die ausfällt, immer schwerer wird. Aber nichtsdestotrotz ist der Kader gut genug, um oben mitzuspielen. Wir sind mittlerweile 5 leider, ja. Eigentlich haben wir gesagt, sind wir eine geschlossene Gesellschaft und nehmen keinen mehr auf. Aber irgendwie hat Hanna sich da jetzt noch mit reingesneakt. Es war halt wieder ohne Gegnereinwirkung. Wir hinterfragen uns halt auch, also wie alle im Moment, was dann passiert ist, was los war. Bei den Kreuzbandrissen bis jetzt so war es halt jedes Mal kein gutes Gefühl dabei. Nach der 4. glaube ich war das schon, dass halt irgendwie alle Angst gekriegt haben, so ein bisschen sich zu verletzen. Und wir hoffen halt jetzt, dass das nicht wieder auftaucht und gucken aber, dass wir die Mädels halt so gut wie möglich in Schuss halten. Keine Verletzten, ist mir am wichtigsten. Gutes Spiel! Stopp, stopp! Und Marin! Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Kindergeburtstag, echt. Ja, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ohne Torhüter, ehrlich. Warte, warte, mach es! Stopp, den Ball behaupten! Gut, Terry! Die macht auch Luft. Immer kompliziert. Alles kompliziert. Auf die Knie, komm nicht auf! Kein Foul! Vorne mit rein, komm, Kader mit rein! Nadi, Nadi, du mit rein, Lisa bleibt! Kalle bleibt! Okay, komm mal näher zusammen, enger zusammen. Ganz schwierig jetzt für mich, so die passenden Worte zu finden. Fußballerisch, Abschlüsse, okay, da können wir über alles reden. Das macht aber keiner mit Absicht. Ja, Fakt ist eins, der Gegner hat wie viele Torchancen? Null. Null. Wie war der Hegau? Null. Der Charakter in der Truppe ist geil, ohne Scheiß. Ja, aber ja, was wir von Aufwand, was wir machen müssen, um Spiele zu gewinnen mittlerweile. Es war so viel, viel wieder gut. Und es ist halt schade für euch und für uns, dass wir im Endeffekt gefühlt mit leeren Händen da stehen. Für den Mistdrecksaufwand, den wir betrieben haben. Dann am Heimspiel müssen wir gewinnen und dann müssen wir nur hoffen, dass die anderen patzen. Und dann sind wir wieder da. Die Truppe stimmt. Da stimmt alles. Der Einsatzbereitschaft. Perfekt. Komm, auf geht's. Ich ärgere mich einfach nur, weil das meine ich so, dieses 100% Dasein. Das habe ich auch so. Aber genauso vorne meine ich das. Das ist, du hast das Spiel nicht verloren. Das haben wir vorne verloren. Wir hatten genug Chance. Mach dir keinen Kopf jetzt. In 2 Wochen geht's weiter. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass die anderen patzen. Und ansonsten haben wir alles gegeben. Alles gut. Ja? Bleib positiv. Ja, grüß Gottle und herzlich willkommen zum Podcast Brustringfrauen. Und wer sich jetzt fragt, warum wir in der Geschäftsstelle des VfB sind, es liegt an unserem heutigen Gast, nämlich der Kapitänin und absoluten Führungsspielerin Anja Selenski. Anja, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo zusammen. Wo kommst du genau her? Ein bisschen was zu deiner Vergangenheit. Wie ging es mit Fußball los? So der Klassiker mit großen Brüdern oder wieso Fußball? Aus dem Saarland. Also ich bin gebürtige Saarländerin, wobei in der Pfalz groß geworden bin, in Homburg geboren. Ja, in der Pfalz Nähe oder Grenze zum Saarland aufgewachsen. Zum Fußball bin ich gekommen, tatsächlich nicht klassisch über meinen Bruder, weil ich die Älteste bei uns bin. Über meinen Onkel tatsächlich. Der hat mich, glaube ich, wie alt war ich da? 4, 5, hat er mich immer mal wieder mit seinen Jungs mitgenommen. Okay, aber dann ging es ja bei dir irgendwann mal in den Leistungsbereich. Als dann die Anfrage kam, an sich war die Entscheidung natürlich schon schwer, weil es gab auch den einen oder anderen Verein aus der zweiten Liga, der angefragt hat, wo ich auch hätte hingehen können. Aber ja, ich habe mich einfach so wohl gefühlt, dass ich dachte, oh, das muss irgendwo auch ein Wink sein. Und dann wieder zurück in die zweite Heimat vielleicht zu kommen. Und ja, dann war die Entscheidung. Und du hast es nicht bereut? Nee, auf gar keinen Fall. Also ich bin sehr happy hier und ja, auch wenn das ein oder andere Spiel immer mal wieder ein bisschen schwerer war. So, gehen wir rein. Mich interessiert zwar nicht, ob ein Gegentor fällt, ob wir einen Fehler hinten machen oder ob die uns einmal gut auskonnen. Wenn wir heute nicht 5 Tore machen, haben wir die Aufgabe nicht erfüllt. Und das ist für mich heute das alles Entscheidende. Deshalb auch ständige Angriffsbereitschaft, ständig der Blick nach vorne. Wir haben 3 Stürmer, wir haben eine absolute geballte Offensivkraft auf dem Platz. Wir haben Kadi defensiv, die Dreierkette, alles andere ist offensiv ausgerichtet. Und das muss man einfach dann merken. Das ist unser Spiel heute. Wir kommen heute wieder zurück in die Saison mit einem klaren, deutlichen Ergebnis, vor allem mit einem richtig geilen Spiel. Und jetzt gehen wir da raus und hauen die mal richtig weg. Auf geht's! Ja! Was hast du, Nasenbluten oder? Ja, absolut. Nase ist okay? Willst du raus? Probier's kurz, wenn aber nicht geht, sag's Bescheid, okay? Komm jetzt, weiter, Sir. Komm, weiter, Anja, komm! Kadi, gut so jetzt! Ja! Doret, ach, Doret klingt geil, aber wir wissen selber, wir hätten auch 14 sein können. Aber ich habe ja auch noch 5 hingeschrieben. Also von daher war es sehr, sehr gut. Und so, jetzt haben wir eine gute Woche, können wir gut trainieren. Und dann haben wir ein Spitzenspiel, und dann schauen wir mal. Aber Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zum Ergebnis. 8-0 ist gut, aber hätten mehr sein können. Gut, sehen uns Dienstag. Danke. Oh Mann, du! 16er, da kenne ich mich aus. Am Elfmeterpunkt besonders. Im eigenen weniger tatsächlich. Also ich glaube, es war wichtig, dass wir auch mal in der Höhe gewonnen haben. Ja. Weil, ja, ich glaube, gerade auch unsere Stürmer haben so ein bisschen das Selbstvertrauen gebraucht. Ja. Von Anja lerne ich schon sehr viel tatsächlich. Gerade weil sie eben die Erfahrungen hat und auch höher gespielt hat schon länger. Also ich merke selber, wie bei mir, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel die Kopfarbeit schon viel, viel besser geworden ist. Der VfB Stuttgart ist einfach ein Riesenverein und ein Riesenname. Und dann nochmal für so einen Verein spielen zu dürfen, empfinde ich als absolute Ehre. Also bisher, wie gesagt, nur unter Mannschaften gespielt oder für Vereine gespielt, die eher aus dem Frauenbereich kommen. Und dass ich dann jetzt noch für so eine riesige Lizenzabteilung oder Lizenzverein spielen darf, absolute Ehre. Ich bete vor dem Spiel tatsächlich jedes Mal. Echt? Ja. Gleich nach dem Umziehen, sobald ich fertig bin. Aber gehört irgendwie dazu. Also ist tatsächlich das einzige Ritual, was ich so wirklich habe. Also es gibt irgendwie nicht, ich ziehe zuerst den rechten Socken oder den linken an. Bei mir ist eher Spielvorbereitung. Ich muss meine 8-9 Stunden Schlaf bekommen haben. Ich muss 1-2 Liter getrunken haben. Einfach, dass ich mich dann körperlich bereit fühle und nicht beeinträchtigt fühle durchs Essen. Ganz normales Fußballspiel, wie die anderen auch.
Klar, ein bisschen mehr Präsenz, aber ich glaube, der Ball liegt eher beim Gegner. Die wollen sich noch mehr absetzen von uns. Falls wir gewinnen, kommen wir noch mal ein Stückchen ran. Von daher, glaube ich, dürften die nervöser sein als wir. Okay. Guter Platz, großer Platz, das Wetter ist gut, ist angerichtet für ein geiles Spiel. Erster gegen Zweiter. Ja. Und ich habe oft gesagt, wir entscheiden, wie das Spiel ausgeht. Heute haben wir einen guten Gegner auch. Ja, und trotzdem ist der größte Teil von dem, was jetzt hier draußen passiert, entscheiden wir. Aber wir dürfen uns hier nicht sagen danach, ja, hätte ich da vielleicht einen Schritt, hätte ich da einen Schritt, hätte ich da lauter. Als das Einzige, was ich heute fordere, dass wir von Anfang an da sind, dass wir diese Chance, die kleine Chance, die wir da haben, heute erstmal größer machen. Das ist unsere Aufgabe für heute. Ich wünsche euch einfach ein geiles Spiel, geht raus und haut die weg. Auf geht's! Guck mal, ganz vorne aufdrehen. Terry! Anja! Komm, Terry, komm! Was jubelt ihr, ey? Braucht ihr alle eine Brille hier, oder was? Ja! Ja! Jawohl! Aber wie wir das kontrollieren und wie wir versuchen, Fußball zu spielen, das wird auflösen. War einfach top. Aber 45 erst. Heute seid ihr alle sowas von on point. Jede von euch, jeder sieht man das auch in den Augen. Ihr wollt heute was reißen. Und es hat die letzten Wochen so ein bisschen gefehlt. Die Gier. Ja? Jede von euch spielt heute um 50% besser als in den letzten Wochen. Weiter so, Herr Positiv. Komm, ist unser Spiel. GGG. Ah! Einer Ball. Weiter! Hey, positiv! Ja, Ball von uns. Okay, Schiri, wir wechseln! Schiri, wechsel! Rechte Seite, in die Mitte rein, Chiara nach rechts. Sag mal, Hand! Boah, den hebt die gut, ey. Erstmal von meiner Seite ein Riesenkompliment, wie wir das hier angegangen haben. Erste Halbzeit vor allen Dingen, wie wir uns gewehrt haben, wie wir Paroli geboten haben. Und ja, im Endeffekt sind so Kleinigkeiten dann, wo wir halt das Gegentor kriegen. Und wisst ihr was, jetzt geht's einfach weiter. Nächste Woche Wald eben Ost zu Hause, ist auch wieder ein geiles Spiel. Da holen wir da 3 Punkte und es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Es ist ziemlich schwierig jetzt, das wissen wir. Aber nichtsdestotrotz, wir werden einfach eine gute Saison weiterhin spielen. Werden die letzten Spiele alle genauso angehen, als wenn es um alles geht. Kompliment, gutes Spiel, gute Einstellung mit all den Problemen, die wir hatten und so. Glückwunsch, komm, ab nach Hause. Kopf hoch! Man darf auch nicht vergessen, das VfB-Trikot, das löst dem Gegner auch was aus. Jeder will gegen VfB gewinnen, man kann nur gewinnen. Und wir können eigentlich nur verlieren.